Über die Pins des Calliope kann ich nicht nur Werte ausgeben, nämlich Strom an- und ausschalten, sondern ich kann auch Werte einlesen, zum Beispiel ob ein Knopf gedrückt ist. Das möchte ich jetzt gleich zeigen am Calliope. Ich habe hier einen Druckknopf, der gedrückt oder nicht gedrückt ist, also der nicht einrastet. Dort habe ich zwei Anschlüsse und ich werde jetzt den einen bei Pin 2 angeben. Dort spielt es keine Rolle, welcher der beiden Knöpfe, welchen der beiden Kontakte ich hier angebe. Und der andere geht auf Plus. Und jetzt kann ich überprüfen, ob das Ganze gedrückt ist oder nicht. Schauen wir uns das schnell in MakeCode an. Da ich nicht weiß, wann ich drücke, muss ich das dauerhaft überprüfen. Ich gehe jetzt hier auf die Logik, wenn, dann. Ich gebe zuerst schnell an, was passiert, wenn das gedrückt ist. Soll er mir ein Häkchen machen? Falls es nicht gedrückt ist, soll er mir ein Kreuz machen. Gut. Und jetzt, wie überprüfe ich das, ob es gedrückt ist? Es ist wie vorhin beim LED, kann ich das über den digitalen Wert machen. Der ist 0 oder 1. Das heißt, ich überprüfe hier jetzt, ist der Wert, den ich dort auslese, ist der 0 oder 1? Ich gebe hier mal schnell 1, 1 wie gedrückt. Also schaue ich das schnell an. Ich habe hier beim Pins, habe ich einerseits schreibe digitale Werte, aber auch nur digitale Werte von P1, von Pin, P0, P1 und so weiter. Und das ist, wie man hier in der Hilfe erkennt, ist das Auslesen. Also es steht nicht mehr Lese, sondern nur noch digitale Werte. Die gebe ich hier hinein. Also ich überprüfe, wenn die digitalen Werte von P2 gleich 1 sind, dann soll er ein Häkchen machen, ansonsten soll er ein X machen. Ich habe das schon bereits auf den Calliope geladen. Ich habe jetzt, weil der Pin nicht gedrückt ist, habe ich standardmäßig dieses X. Wenn ich jetzt drücke, kommt das Häkchen. Wenn ich loslasse, kommt das X und so weiter. Das funktioniert also. Nun könnte ich natürlich auch über die anderen Pins eine LED an- und ausschalten. Das zeige ich im nächsten Video.